Jetzt sind die 4 Tage fast um. Wie war das für dich? Also wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Ich bin ja total unvoreingenommen in die 4 Tage reingegangen, so absolut lernbereit und total offen für alles. Und ich war wirklich jeden Tag so aufs Neue begeistert, dass ich, wenn ich es jemandem erzählt hätte, ich glaube, ich hätte mich in den Worten so überschlagen, die hätten eigentlich gar nichts verstanden, um was es gange nebenher. Schön. Ja, also wirklich echt super. Also würde ich jeden Tag nochmal neu machen. Ja. Definitiv mit viel mehr Energie. Also nicht, dass ich vorher nicht schon viel hatte, aber jetzt noch mal viel positivere Energie und auch mit ganz anderen Perspektiven, wo ich vorher mich auch selber einfach blockiert habe und nicht drüber weiterdenken konnte. Also das ist jetzt grenzenlos. Und wie hast du die Pferde erlebt? Für dich ja besonders spannend. Ich wusste, dass Pferde feinfühlig sind und dass Pferde natürlich die Leute spiegeln, aber wir hatten so viele Schlüsselmomente, wo ich wirklich so baff war über die Reaktionen und ich habe wirklich Pferde schon in sämtlichen Lebenssituationen gesehen, aber das ist mit nichts vergleichbar, definitiv nicht. Super. Und wie findest du unsere Franziska? Ja, die Franziska ist sowieso die allerbeste. Also ich bin so begeistert von ihrer Art und die ist so mitreißend und auch ihre ganze Struktur in ihrer Ausbildung drinnen macht es wirklich so leicht und hat mir auch während der Ausbildung so jegliche Hemmungen genommen. Ich bin ja normalerweise nicht so der Typ, der sich gleich als erstes meldet und will was machen, aber das ist alles weg. Also wirklich rein von der Menschlichkeit und von einfach als Mensch selber ist es wirklich einer der wertvollsten Menschen, die ich überhaupt kennengelernt Oh, habe. schön.